Hallo und herzlich willkommen. Es geht heute um Aurora. Die Sim heißt Momo Island und die beiden Owner der Sim unterrichten Esperanto. Wer Esperanto nicht kennt, Esperanto ist eine Sprache, die 1887 von dem Augenarzt Ludwig Leiser Zamenhof unter dem Pseudonym Dr. Esperanto veröffentlicht wurde. Es gibt etwa 1000 Menschen, deren Muttersprache Esperanto ist, und es wird geschätzt, dass zwischen einer halben und 2 Millionen Menschen Esperanto sprechen. Wir haben ein kleines Interview geführt, das schauen wir uns jetzt an, und danach haben wir noch einen kleinen Film über die Sim. Danke Babylonto, dass ich hier sein darf zu dem Interview. Meine erste Frage ist, wie lange gibt es die Sim schon? Ja, seit etwas mehr als 10 Jahren. 10 Jahre, mhm. Und so wie sie jetzt ist sie jetzt endgültig fertig oder soll sie noch erweitert werden oder soll sie umgebaut werden? Sie hat also einen gewissen Grundstand erreicht, schon seit langem. Ja. Allerdings passen wir die Sim permanent den Jahreszeiten im realen Leben an. Ja. Das heißt, hier gibt es also auch die 4 Jahreszeiten und natürlich auch die Übergänge dazwischen. Mhm. Und ich habe gesehen, man kann hier eine ganze Menge machen. Man kann mit einem Fesselballon über die Sim fliegen und man kann Fallschirmspringen, man kann viel machen, ja? Mit einem Boot, ja, kann man... Es stehen Boote zur Verfügung. Es fährt auch ein Motorboot hier in einer Art Rundfahrt permanent um die Sim beziehungsweise zu verschiedenen Punkten und hält an einzelnen Stellen auch dann jeweils an, sodass man dann ein- und aussteigen kann. Mhm. Und ihr habt eine Sprachschule hier, und zwar kann man Esperanto lernen. Ja, die ist nicht hier auf der Sim, aber es gibt ein Esperanto-Land, das heißt auch direkt so. Ja. Esperanto-Land. Und dort gibt es eine Sprachschule, da kann man also die Plansprache Esperanto lernen. Und deine Frau ist ausgebildete Lehrerin für Esperanto? Sie ist ausgebildete Lehrerin, sie unterrichtet auch im realen Leben Esperanto. Mhm, das ist schön. Und ihr habt hier auch Veranstaltungen, DJ-Abende und Live-Musiker vielleicht eventuell auch, ich weiß es nicht. Ja, also wir haben jeden Donnerstag hier eine Party mit 3 DJs, die sich abwechseln, ja, und jeweils völlig unterschiedlichen Musikprogrammen. Und wir haben aber da auch zwischendurch mal einige Evente mit Auftritten von Musikgruppen. Mhm. Zum Beispiel die Musikgruppe von Benno Sanz, ja, die spielt dann hier zum Beispiel Santiano auf einem Piratenschiff. Wir haben dann hier ein Piratenschiff im Hafen liegen und da spielen dann die Musiker drauf. Wir haben auch schon eine Live-Sängerin hier gehabt. Also wir sind da eigentlich immer offen, und wenn sich irgendwas anbietet, dann greifen wir dazu und wollen das auch präsentieren. Und das Publikum ist international, ja? Ja, selbstverständlich, wie fast überall auf im SL, allerdings natürlich auch besonders durch unsere Sprache Esperanto. Ja. Haben wir viele Freunde aus allen Teilen der Welt, die uns dann auch hier auf der Sim besuchen. Mhm. Und allein durch den Tatbestand, dass Dorina Ungarin ist, haben wir natürlich auch Freunde und Bekannte aus Ungarn, die uns hier besuchen und eben halt hier auch die deutschen oder auch europäischen anderen Länder sind hier vertreten. Aber man kann Esperanto, wenn man Esperanto lernen will, bei euch lernen. Das ist richtig, ja. Ja. Wir haben also dieses Esperanto-Land, dort führen wir sonntags und dienstags jeweils um 20 Uhr deutscher Zeit Gesprächsrunden, wo wir uns treffen und dann über verschiedene Themen sprechen.
Und wenn sich dann wieder eine Reihe von Interessenten gemeldet haben, dann wird also auch Esperanto unterrichtet. Das ist das Problem dabei ist immer, dass man mindestens 5 oder 6, wenn es geht, mehr Schüler braucht, um einen Kursus zu beginnen, weil es leider ja oft so ist, dass das reale Leben dazwischen pfuscht und dann mal der eine oder andere Schüler nicht kann. Und dann ist es natürlich für den Unterrichtenden sehr schwierig, sich auf den Unterricht selbst einzustellen, vorzubereiten, weil dann die einzelnen Stände doch sehr unterschiedlich sind. Also man braucht schon eine gewisse Gruppe, um einen Kursus zu starten. Okay, dann danke ich mich für das Interview. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ja, du bist immer herzlich willkommen, ja, und danke. Schönen Dank. Tschüss. Tschüss.